Der Paparazzo. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Hat er die beiden etwa bei unzüchtigen Sachen gefilmt? Okay, wir werden es sehen. Huch. Ja, so viele... Da drüben. Natürlich. Ja, weißt du was, dann... Ich kann doch schwimmen, oder? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, in dem Teil konnte man noch nicht schwimmen. Nee, das ging doch erst... Genau, das ging doch erst ab GTA Vice City, glaube ich. Nicht Vice City, nicht mal da. Das ging doch erst ab San Andreas, glaube ich. Das Schwimmen. So, wie komme ich jetzt an Land, ohne ohne schwimmen zu können? Alter, dreh dich mal um. Ah, sehr gut. So geht das. So, da haben wir es mal auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise geschafft, hier rüber zu kommen. Muss ich jetzt springen? Ah nein, okay. Er portet sich einfach rein. Ah, das sieht doch nach einer spaßigen Mission aus. Na dann, auf geht's. Die kleine Hetzjagd übers Wasser. Ballern wir dem Typen mal hier die Hucke voll. Na, Kollege, wie sieht's aus? Hast du schon Angst um dein Leben? Solltest du haben. Denn du hast nicht allzu große Chancen, hier lebend wegzukommen, ehrlich gesagt. Gleich ist's vorbei. Das ging tatsächlich sehr schnell jetzt, das Ganze. Er wäre eigentlich schneller, wenn er einfach nur geradeaus fahren würde, aber so? Naja. Macht's puff. Und die Sache ist erledigt. $10.000 für uns. Das war eine sehr, sehr schnelle Nummer. Gut, machen wir uns wieder zurück. Also, das ist ein echt vernünftiger Stundensatz, muss ich sagen, den wir hier jetzt gerade hatten bei der Mission. Huch, wie konnte das denn passieren? Seltsame Physik, ganz ehrlich. Okay, machen wir uns wieder zurück. Wieso ist denn das so neblig geworden hier gerade? Sehr schrecklich. Machen wir uns wieder zurück an den Steg und schauen mal, dass wir hier auch wohlbehalten wieder an Land kommen. Ich hoffe, das funktioniert. Ah! Größere Hitbox als gedacht. Ja, das müssen wir, glaube ich, nochmal neu machen. So ist es, glaube ich, besser. Na, schaffst du es? Ja, danke. Gar nicht so einfach, wohlbehalten wieder von dem Schiff runterzukommen. Okay, dann also auf zum nächsten Auftrag. Das war jetzt ein sehr kurzes Intermezzo. Mal sehen, ob du noch so eine schnelle Nummer für uns hast, die wieder so viel Geld bringt. Dann bleibe ich gern bei dir. Du kannst mir gern noch solche Aufträge geben. Die sind super. Zahltag für Ray. It's my handsome handyman. Maria is all tied up at the moment, but I'll tell her you called. What's that, Asuka? You know, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee, okay? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. She's all tied up, ja? Die Übersetzung, sie ist ein bisschen beschäftigt. Bisschen, naja, okay. Ich hätte ja eher, sie ist ein bisschen eingespannt oder sowas vielleicht geschrieben dann stattdessen. Naja gut, finde ich schön. Also, die beiden Mädels haben auf jeden Fall Spaß miteinander. Weg da. Wir machen dann die Drecksarbeit währenddessen. Damit kann ich leben, solange wir gut Geld verdienen dabei. Ich muss sagen, Asuka ist mir dann doch weitaus lieber als Maria von den beiden Mädchen. Denn sie quasselt nicht so viel blöd rum, sie macht einfach. Beziehungsweise lässt machen, aber hat klare Vorstellungen einfach mal. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier genau erledigen dürfen. Entschuldigung. Was gibt's denn hier zu tun? Immer diese Fernsprechernummern, also wirklich. Really? Wird das jetzt so eine blöde Schnitzeljagd hier?
Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, was für einen Sinn das jetzt so genau macht. Aber gut, dann fahren wir eben zum nächsten Telefon. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir schon hin. Ich meine, wir haben ja einen schnellen Wagen unterm Hintern. Damit sollte das kein größeres Problem darstellen. So, da sind wir auch schon. Haben wir immer noch über 2 Minuten. Muss ich hier rein? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen oben hin. Oder? Ich schau mal lieber nach. Ist das hier? Nein, das ist doch oben drüber. War zu erwarten. Aber man muss ja mal sicher gehen. Nicht, dass ich am Ende jetzt hier um die Ecke fahre und dann ist es doch hier unten. Ich meine, wir haben ja genug Zeit, von daher alles kein Problem. Aha. So. Alter. Es wird nicht spannender. Also dann auf zum Campus. Können wir mal ein bisschen Uni-Luft schnuppern hier in Liberty City. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie der Campus aussieht. Ist der denn wenigstens hübsch? Weg da! Ich hab's eilig. Das hier ist wahrscheinlich schon Teil vom Campus, oder? Ne, das ist ein Stadion. Ein Stadion ist kein Campus. Eine alte Weisheit, die man stets beherzigen sollte. So, machen wir mal hier gleich quer übers Grün. Kannst du uns denn jetzt endlich mal sagen, was du von uns willst? Alter, es ist doch mal gut langsam, oder? Mann. Ich habe doch so viel Zeit verloren, als ich nach dem scheiß Telefon drüben gesucht habe in South Belleville. Naja. Schauen wir mal, das könnten wir schon noch schaffen. Wenn wir nicht wieder irgendwo in eine Sackgasse reinfahren. Es sollte dann allerdings das letzte Telefon sein, zu dem wir jetzt aufbrechen. Ansonsten wird es wahrscheinlich etwas zu eng. Oh, es wird auch so sehr eng. Aber das schaffen wir noch. Komm schon. Oh nee, wir schaffen es doch nicht mehr. Scheiße. Ja, lass doch eine Sekunde länger klingeln, du Arschloch. Zu langsam, Mann. Zu langsam. Dann such dir Telefone aus, die man auch ordentlich erreichen kann. Hör mal, Vollidiot. Ah. Sowas können wir vielleicht leiden. So, ich nehme gleich mein neues Auto. Oh ja, der ist schön. Das ist so ein F18, F19. Ah nein, ach, Infernus. Siehst du mal, so sieht der Infernus hier aus. Gut, ich dachte, das wäre ein anderes Auto. Aber ich glaube, das gibt es hier gar nicht in dem Teil. Weg da. Wow. Das kam unerwartet. Ach Mann, dann müssen wir die Nummer halt nochmal durchziehen. Was willst du machen? Runde 2 für Ray. Und ich würde sagen, wir nehmen uns dann auch gleich wieder das neue Auto hier. Diesmal wissen wir ja, wo wir hin müssen. Von daher sollte es diesmal nicht so problematisch werden, es sei denn, wir schrotten unser Auto. Diesmal verfahren wir uns ja nicht. Weg da! Mann, das könnte jetzt natürlich zum Problem werden. Allerdings versuchen wir es einfach mal bei einem Stern zu halten, dann sollte das auch noch in Ordnung gehen. So, alle aus dem Weg, bitte mal. Halt! Wir müssen auf die Querstraße. Auf die Parallelstraße, meine ich. So. Ja, lass mich loslegen. Komm schon. Aus dem Weg. Was lauft ihr denn alle auf der Straße rum hier? Dann seid ihr auch selbst schuld, wenn ihr überfahren werdet, ganz ehrlich. In so einer Stadt wie der hier, wo solche irgendwie ich rumfahren, da kannst du nicht auf der Straße rumlaufen. Da bist du selbst auf dem Fußweg nicht sicher.
Aber gut, müsst ihr wissen, was ihr tut. So, jetzt fahren wir aber gleich mal hier so lang. Dann können wir uns das blöde Rumgeeier davon erst direkt mal sparen. Wunderbar. Ja, 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 ja. So, rein hier. Das ist schon ärgerlich. Wir hätten vorhin tatsächlich bloß eine oder zwei Sekunden gebraucht. Dann hätte das gepasst, ne? Naja, was soll's. Ist ja relativ schnell erledigt, das Ganze. Oh, oh, das matscht aber auch wirklich. So, oh, was war das denn? Alter. Damn Physics mal wieder. So, da sind wir. Da sind wir am Campus. Kommen wir hier direkt lang? Ja, sieht gut aus, würde ich sagen, ne? Jo. Ja, ja. Na los. Trotzdem hoffe ich immer noch, dass das die letzte Station ist, die wir noch auf dem Zettel haben. Denn ansonsten wird es wirklich eng. Bitte auf allen Vieren bleiben. Dankeschön. Ich will mir jetzt nicht auch noch ein neues Auto suchen müssen. Das wäre uncool. Ach, dass die Autos hier echt so schnell aufs Dach fallen müssen. Das ist schrecklich. Na gut, diesmal schaffen wir es auf jeden Fall. Diesmal reicht die Zeit doch. Für, wenn wir nicht noch von irgendjemandem weggerammt werden. Es ist ein Traum. Der Verkehr in dieser Stadt ist Wahnsinn. Okay. Ganz gechillt. Machen wir das. Da sind wir auch schon. Haben wir's? Oh, auch noch in der Zeit? Na klasse. Ach nein, okay, die Zeit ist vorbei. Dankeschön. Das hätten wir auch vorhin schon haben können, aber naja. So, und jetzt erklär mir bitte mal, was dieses dämliche Versteckspiel hier eigentlich soll, mein Freund. Ich nehme schon mal eine Waffe in die Hand, man weiß ja nie. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started snipping around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Auf der versifften Toilette im Park. Großartig. So, ich bleib mir aber weiterhin treu und sage mir, wir machen erstmal einen Auftraggeber fertig, bevor wir den nächsten anfangen. Das war jetzt eine voll dämliche Mission, muss ich mal so feststellen. Aber gut. Was willst du machen, wenn die halt auf Schnitzeljagd bestehen? Ist halt trotzdem bloß ärgerlich, dass da wirklich Schluss gewesen wäre mit dem Zeitspiel vorhin. Beim letzten Fernsprecher und genau dort dann die Zeit ausnahm. Egal. Wir haben es ja geschafft. Wow! Typ, steig aus. Ja, danke. Grandios. Immerhin haben wir es noch aus dem Auto rausgeschafft und damit überlebt. Ich sollte mir vielleicht erstmal ein bisschen Heilung suchen. Ich weiß bloß ehrlich gesagt nicht, wo ich welche finden kann hier. Ich meine, vielleicht brauche ich auch gar kein Leben für die nächste Mission, aber vielleicht eben auch doch. Und dann wird es sehr ungemütlich mit dem, was ich jetzt noch habe. So, schauen wir doch mal. Irgendwo wird doch hier noch was sein, ne? Hier so eine Einkaufspassage vielleicht. Hahaha, siehst du mal. Irgendwo findet man immer ein bisschen Leben. Hat mich mein Spursinn noch nicht getrogen. Wunderschön. Damit direkt wieder zurück zu Azuka und dann können wir uns jetzt endlich auch in den nächsten Auftrag stürzen. Ja, gern auch so. Mal sehen, ob es diesmal auch wieder ein Auftrag ist und nicht bloß das dumme Spielchen irgendeines blöden, korrupten Bullen, der nichts Besseres zu tun hat.